Ja, Sakrament, ja, bist du narrisch. Das hab ich schon gemeint, mich straft der Blitz. Die werden jetzt gleich was anderes strafen, Mandei. 2:30 in der Früh. Sag einmal, du hast gesagt, du kommst nach dem Fußball heim. Ein Spiel war um eine Elfigar. Ja, ich wollte ja nachher eh gleich heimgehen. Aber dann ist alles irgendwie ein wenig verrückt hergegangen. Verrückt hergegangen? Ach so. Ja, weil ja gerade der Franzi noch eine Brotzeit hingestellt hat zu seinem Geburtstag. Ja, da hab ich ja nicht einfach gehen können. Da waren wir ja auf ewig beleidigt. Ja, und bei mir ist es wurscht, oder? Wenn ich mit dem Abendessen hier warte. Warum bist du dann nicht nach der Brotzeit gekommen? Ja, weil das Kreichere war doch ein wenig fett, gell? Also so haben wir es nur mit einem Schnapserl runtergeschwappt. Sicher, ja. Ein Schnapserl. Ja, lass zwei gewesen sein. Jedenfalls gerade wie aus der Dirne ausgewollt, kommt der Sommerasepi daher. Und der hat mich dann gleich gepackt, weil wir schon seit ewigen Zeiten noch ein Kickermatch offen haben. Das habe ich natürlich spielen müssen, gell? Ja, dann ist ewig hin und her gegangen und dann hat der Seppi verloren. Ja, und der Verlierer, der muss selber eine Mast zeigen. Jetzt haben wir halt die Mast noch drungen. Aber danach wollte ich wirklich echt heimgehen. Aber dann hat uns der Franzi und der Herbert noch herausgefordert. Nur noch haben sie uns nicht gelassen. Sag einmal, glaubst du dir das alles selber, was du da verzeihst? Ja, du nicht. Ich geh jetzt ins Bett und du mach bitte ins Licht aus, nachdem du dein Bierhunger gestillt hast. Okay, also Bier ist nur was essen dat. Obwohl, so ein paar Wienerwürstel. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönrampen.